bin für nächstes Mal in ein Tattoo-Studio. Heute bin ich bei meinem Thorsten in seinem Tattoo-Studio. Ich will mir ein Tattoo stechen lassen. Aber ich muss mir das mal beraten lassen, weil ich weiß nicht, was für ein Motiv will ich haben. Deswegen will ich auch gleich Thorsten fragen, wieso lässt sich man tätowieren? Es gibt viele Gründe, warum man sich tätowieren lässt. Manchmal, weil es geil aussieht oder mit irgendwas emotional abschließen will oder für einen Neuanfang oder weil es irgendeinen Star auch hat. Also es gibt viele Gründe eigentlich, warum man sich tätowieren lässt. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, das muss eine riesen Geschichte hinten sein. Es reicht auch, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Beispiel dein Logo drauf, weil das ist dein Leben, das ist dein Ding. Ist da was nicht Besonderes? Sind die Tattoos eine Mode jetzt? Ich finde man cool oder ist das schon immer so eine Mode? Mode, viele benutzen sogar als Mode, wie Schmuck oder so, dass sie nie wieder ablegen können. Aber es war schon immer in Kulturen, in tausende von Jahren. Also selbst der Ötzi hatte schon Tattoos. Und es ist jetzt mehr geworden, weil einfach es auch mehr von der Gesellschaft akzeptiert wird. Okay. Also sie ist jetzt auch Bäckerei-Fachverkäuferin oder teilweise Polizisten, die irgendwo ein Tattoo haben. Also es wird schon mehr angenommen. Thorsten, wie erkennt man eine gute Tätowiererin? Einen guten Tätowierer? Da gibt es viele Faktoren. Ganz einfach. Zum Beispiel? Wie ist er von der Art her? Geht er auf den Kunden ein? Also man sucht sich einen Tätowierer eigentlich nicht online aus. Da kann man höchstens seine Kunstwerke angucken, was man möchte, ob derjenige das auch macht, was man sich vorstellt. Und dann lernt man ja Tätowierer kennen. Also ist er gut, ist er nett, geht er auf dich ein, ist er sauber. Es ist also ein Gesamtpaket, sein Arbeitsplatz, wie er arbeitet, wie er von seiner Art her ist. Weil es bringt ja nichts, wenn er der beste Künstler der Welt ist. Und okay. Und was kostet auch, weil ich bin zum ersten Mal, ich weiß nicht mal, was kostet ein Tattoo? Nach Größe, nach was geht es? Oder nach Zeit, nach Farbe, nach, kennen wir nicht aus. Deswegen frage ich dich, was kostet so ein Tattoo allgemein? Das legt immer ein Tätowierer selber aus, wie er es macht, ob er auch die Stunde nimmt oder einen Pauschalpreis macht oder Sitzungspreis und natürlich auch körperstellenbezogen. Okay. Das heißt, ist es für den Tätowierer mehr Aufwand, irgendwo hin, wo er nicht so gut hinkommt, mehr Belastung für den Tätowierer und. Und dadurch, dass es beim Tätowieren preislich kein Monopol gibt, wie jetzt bei Milch oder was weiß ich, kann der Tätowierer auch für 10 Euro tätowieren. Wenn er meint, ich kann den Rücken für 10 Euro, kann er machen, es gibt kein Monopol. Es gibt nicht so einen Standard, jeder entscheidet auch seine Preise. Genau, also da entscheidet jeder zu sein ab. Den Preis, so wie bei uns, ich sage, wir haben ab dem Preis, auch wenn es ein kleiner Stern hinter dem Ohr ist oder so, weil einfach für uns dann so dieser Aufwand und alles drum und rum damit gedeckt ist ungefähr. Und wollte jetzt noch was fragen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir mein Logo, ja? Zum Beispiel, ich habe dir mal als Beispiel gesagt, ohne meinen Namen und mein Logo, zum Beispiel, manche Leute sind ganz dünn, manche sind dicker, breiter, wie entscheidest du die Stelle, wo das Tattoo, oder entscheidest du als Tätowierer oder? Kommt jemand und sagt, wie viel ich hier und du sagst, hey, passt doch nicht oder von. Im Endeffekt geht es ja darum, ein Tätowierer ist ein Dienstleister. Das Wort sagt ja schon Dienstleister. Also ich diene in diesem Moment dir. Das heißt, du hast eine Vorstellung, du kommst rein, du willst dein Logo haben und so fängt es an. Wenn du noch keine Ahnung so hast, wie du mit Tattoos an dir selber umgehst, stelle ich als erstes mal die Frage, willst du es jetzt nur für dich haben? Sprich, das kannst du hier im Rippenbogen oder auf dem Oberschenkel oder sagst du, nein, ich will auch kurz los, ich will auch den anderen zeigen, wie stolz ich auf mein Logo bin oder auf das, was ich erschaffe. Und so entsteht es. Okay. Wenn du natürlich sagst, du willst dein Logo in dieser Größe auf dem linken Finger, das geht nicht. Nicht, ja. So, ich kann dir nur sagen, wo die Grenzen sind. Wo sind die bescheuerten Tattoos, was du gemacht hast schon? Oder gab es schon mal so mit, weil ich finde so blöd, glaube Name von Freundin oder von. Ja, das gab es schon. Und das Schlimmste ist einfach, es gab auch schon dieses Fett durchstreichen und unten einen neuen Namen nehmen. Okay. So, und das kam dann 2-3 Mal und dann habe ich aber auch gesagt, also am Anfang war es noch witzig, aber jetzt ist es. Mach mal irgendwas drüber. Kann man auch einfach andere drauf geben? Oder kann man. Cover-ups kann man, also nicht immer. Man muss mal angucken, wie und was und ob der Kunde auch bereit ist, weil bei Cover-Ups gibt es eine prozentuale, du musst es einfach viel, viel größer machen, um es einfach das Alte verschwinden zu lassen.
Und da kommt es halt drauf an, dass der Kunde auch bereit zu sagen, wenn es etwas Kleines ist, ob er was Großes dann drüber haben will. Und also man kann nicht alles covern. Also, aber das muss der Tätowierer dann angucken. Okay. Erzähl mir noch ein bisschen, was für Risiko gibt es. Zum Beispiel nach einem Tattoo. Gibt es Risiko eigentlich? Man darf halt nicht vergessen, es ist eine Wunde, es ist eine offene Wunde. Das Risiko, dass Entzündungen. Aber selten. Also ich kenne viele Leute, wo ein Tattoo haben, die haben noch nie gehört. Ich tätowiere schon sehr, sehr, sehr lange und ich glaube, das Schlimmste, was passiert ist, einfach der Kunde hat halt auf die Farben reagiert, aber lag einfach daran, weil der Kunde generell gegen fast alles allergisch ist. Ja, gibt es auch, jeder Mensch ist anders. Richtig. Hautfarbisch anders. Ist möglich, so viele Faktoren. Aber was manchmal passiert, ist halt, die Leute, die tätowieren sich, sind Dachdecker oder schaffen als Gipser und melden sich dann ein, zwei Wochen später und sagen, boah, total verkrustet oder keine Ahnung. Da muss ich sagen, das ist Kunde seine Schuld, aber das ist nicht Blutvergiftung oder irgendwas Dramatisches, das arme Haut, nein. Aber mir nicht. Und Leute, wieso bin ich noch beim Thorsten? Nicht, weil er eine gute Tätowierer ist, auch weil er ein Kampfsportler ist. Und viele haben ihn fragen, wie lange macht er schon Kampfsport? Und hat er mit Kampfsport angefangen? Erzähl uns ein bisschen, wie lange machst du schon Kampfsport? Was für eine Kampfsportart? Das Gute ist, wir sind der gleiche Jahrgang. Das heißt, wo wir jung waren. Ich sehe ja älter aus, aber wir sind gleich. Veganer, das gibt gleich Veganer. Zu meiner Zeit, wo ich jung war, gab es Fußballer, gab es Breaker oder Skater und ich konnte kein Fußball spielen und ich konnte auch nicht tanzen. Was hast du dann gemacht als Jugendlicher? Gehst boxen. Dann hat es angefangen mit Boxen. Bei uns im Gym gab es früher ein. War im Boxen angefangen? Im Fitnesspoint in Kuchen. Okay. Da selber der Trainer, dem es gehört, der war selber früher ziemlich gut im Boxen. Und so hat es halt angefangen. Dann bin ich später nach Göppingen Olymp und bin dann von da direkt nach Stuttgart ins Big Boxing Club, heißt es. Die machen dann, sind dann später umgeswitcht auf MMA und alles. Also bin ich von dem Boxen ins MMA gerutscht. Und hab dann. Also Boxen, MMA. Genau, Kickboxen habe ich dann auch angefangen. Also auch Kämpfe, also Wettkämpfe gemacht oder nur so für. Ich war bei Boxen war es nur regional. Ja. Beim MMA war ich Landesmeister und hatte den. Großer Erfolg war es jetzt nicht, aber ich habe den Anspruch gehabt auf die deutsche Meisterschaft. Nur leider war ich jung und dumm und habe mir durch gewisse körperliche Aktivitäten außerhalb des Rings mir einfach eine Sperre eingebrockt, die mir dann auch später die Lizenz entzogen worden ist, zu nehmen. Aber gerade bist du noch aktiv, also wir trainieren. Richtig, aktiv so ein bisschen sparen mit Kumpels oder so, ein bisschen Bone Grappling. Also ich bleibe schon fit, ich mache es auch gerne, mache auch gerne ein bisschen Sparring, wenn es mal da ist, zeittechnisch, mache ich gerne. Das sind die letzten Wörter, die letzten Tipps für unsere Zuschauer. Wegen einem Tattoo suchen, ein Tattoo-Studio zu suchen oder für Sport? Also ich würde sagen, hört auf Empfehlungen, nehmt euch die Zeit, recherchiert auch im Internet ein bisschen, geht auch raus, geht zum Tätowieren, lernt ihn kennen, macht euer eigenes Bild. Und Thema Sport, dranbleiben ist alles, Körper, Seele und Geist, fit bleiben. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt ihr dran, bleibt ihr motiviert, das Leben ist zu kurz, gib dein Bestes.